Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder und heute gibt's das versprochene Dolichotele Diamantinensis Füttern. Das heißt, die Kleinen und die Große und ich kann euch versprechen, das wird auf jeden Fall eine gute Session. Ja, die Kleinen haben auch Hunger und da habe ich echt Glück. Ich habe gerade entsprechenden Nachwuchs von meinen Fauchschaben. Du kannst sie... Danke. Und ja, wie ihr seht, der Fauchschaben-Nachwuchs, das ist quasi das, was schlüpft. Relativ groß. Das Tierchen da drin, also... Die Spinne müsste jetzt, ich bin schlecht im Schätzen, aber irgendwas zwischen 2,5 und 3 cm, ich denke mal 3 cm Körperlänge haben. Haben sich auch alle gehäutet gehabt, deswegen haben sie ein neues Zuhause bekommen, deswegen ist der Popo auch so dünn. Aber das wird sich ändern. Ne? Es wird regelmäßig gefüttert und das Schöne ist, wir können sie jetzt uns auch regelmäßig angucken. Und die ist halt nochmal deutlich kleiner, ne, als... Die adulte Dame. Aber auch deswegen nicht weniger schön. Ne? Trotzdem super schöne Tiere. Ich musste auch das Video jetzt machen, weil ich kann da nicht ewig warten mit dem Füttern. Ne? Umgesetzt und dann relativ schnell einen Tag später das Video zum Füttern. Weil wenn die Hunger haben, haben die Hunger und dann kann ich nicht ewig warten. Na? Ich muss gerade mal gucken, wo hier das Ende ist. Nicht, dass sie rauskommt. Schon quasi schon vor mir steht. Was jetzt auch nicht dramatisch wäre. Sie würde halt einfach rauskommen wahrscheinlich. Ja, und wie ihr seht, keiner von denen wird wahrscheinlich draußen fressen. Die meisten nehmen sich dann ihr Futter und gehen dann weg, wollen ihre Ruhe haben. Ist doch vollkommen okay. Stören wir sie gar nicht weiter. Wir haben ja noch 3 Stück vor uns. Und die will jetzt auch ihre Ruhe haben. Weiter geht's. Ja, die nächste sitzt ganz hinten. Ich versuche das mal droppen zu lassen. Ha! Ja, wenn die Hunger haben, ne? Das ist gerade echt. So, jetzt habe ich 2 Hände, aber der blöde Ast ist im Weg, ne? Wenn die Hunger haben, dann legen die los, ne? Die ist halt gerade sehr weit weg. Die Terrarien, wo sie drin sitzen, 15 Breite, 15 Höhe, 25 in die Tiefe, also nach hinten. Deswegen nicht so einfach gerade zu filmen. Aber ja, also ist halt jetzt maximal nah dran, wie es halt geht. Sonst muss ich die Kamera noch weiter reinstopfen ins Terrarium. Aber sie hat gefressen. Wir haben sie drauf. Die Welt ist in Ordnung. Ja, und wie ihr gerade gesehen habt, ne, die Fauchschaben können sich sehr gut festhalten. Das hat sie gerade vom Boden weggezogen. Die haben echt Power, die Tiere. Sind auch Scheibenkrabbler, ne, also die kommen auch die Scheiben hoch. Wenn ihr sowas habt, wirklich dicht machen das Terrarium. Ansonsten habt ihr ein Problem. Oh, die sieht auch so aus, als könntest du noch eine zweite vertragen. Aber mal abwarten. Weiter geht's. So, da haben wir sie. Und ich lasse die Schabe einfach droppen. Hm.
Das klappt ganz gut, ne? Also der ganze Boden ist schon voll mit Weben. Die hat schon alles zugewoben hier am Eingang. Sieht man halt gar nicht, aber es ist so. Alles hat irgendwie so seine Substanz und hält zusammen. Deswegen kriegt ihr das halt auch mit. Diese kleinen Filme ist immer so eine Sache für sich. Knickknack. Ja, ich werde alt. Die Knochen machen auch nicht mehr alles mit. Aber schöne Tiere, ne? Bin ja gespannt, ob das jetzt alles Männchen sind. Oder wie viele da Männchen sind. Ich brauche auf jeden Fall ein Männchen, allein schon für die Dame, die da noch kommt. Und wir machen weiter. So, und das ist jetzt die letzte Kleine im Bunde. Oh. Und ihr seht, ne, die hat da so einen kleinen rosa Touch gehabt am Hintern. Das ist die, die ich meinte. Das muss man erst aus der Hand legen, so. Und auch super schön. Na, wo willst du denn hin? Rauskommen? Nee, nee. Raus nicht. Sie weiß selbst noch nicht so genau, wo sie hin will. Einmal durchs Wasser. Und tschüss. Und jetzt gehen wir zur Großen. Dann versuchen wir nochmal unser Glück mit dem Diamantinensis Weibchen. Die Große. Vielleicht kommt sie raus. Sie ist auf jeden Fall da drin. Sie hat sich auch gerade bewegt. Müssen wir mal schauen, wie wir das clever anstellen, dass die rauskommt. Also sie ist auf jeden Fall da. Sieht so ein bisschen die Beine, aber so irgendwie einen Winkel zu schaffen, dass man da reingucken kann, aber keine Chance. Die hat keinen Bock. Oha, die zeigt die Fänge. Einen Moment, ich mache jetzt einfach das Licht hier ab und scheine da rein. Also das Beinchen sieht man schon leuchten, aber sie selbst ist schwer zu sehen. Ah, da sind die Fänge. Ja, die versteht keinen Spaß gerade. Na gut, wenn die nicht will. Oder? Wenn die Schabe sich bewegt vielleicht. Ich würde mal behaupten, es besteht die Möglichkeit, dass sie da gleich rauskommt. Und vielleicht sogar komplett. Ja. Sieht doch gut aus. Ja. Und just in dem Moment kriege ich meinen Krampf im Bein. Aber ich halte durch. Da haben wir sie. Die ist auch adult.
super hübsch, oder? Ich versuche so wenig wie möglich zu reden, damit ich sie bloß nicht anpuste. Weil jedes Püsterchen könnte dazu führen, dass sie sich steckt, wegrennt. Deswegen stellt euch einfach vor, wie ich jetzt sage, wie schön dieses Tier tatsächlich ist. Stellt euch einfach vor. Die Schärpe bewegt sich nicht, dadurch schnappt sie sich das Futter nicht. Seht ihr dieses feurige vom Abdomen am Anfang zwischen Carapax und Abdomen? Es sieht so cool aus, ne? Ich bin so froh, dass die jetzt rausgekommen ist. Ich habe eben schon mehrfach gedacht, wir kriegen die niemals raus. Aber da ist sie. Ja, da haben wir es. Mussten wir jetzt zwar eine ganze Weile beobachten, aber da haben wir es. Und sie ist wirklich ein wunderschönes Tier, ne? Und weg ist sie. Mach's gut. Und das war das Füttern. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass mir doch ein Like da. Ein Kommentar wäre auch ganz nett. Und wenn du ganz neu hier bist, kannst du gerne ein Abo da lassen. Würde mir extrem weiterhelfen. Und nun bleibt mir nichts anderes zu sagen, als ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.